Aus Blattgrün und frischen Früchten zaubert Josefa Bucher ein durch und durch gesundes Getränk. Den grünen Smoothie. Die Bioladenbesitzerin weiß, wer dem grünen Smoothie einmal verfallen ist, der kommt nicht so leicht wieder davon los. Wenn man daran gewöhnt ist, dann ist das wie Kaffee oder Tee. Also der macht wirklich süchtig. Und deswegen die Kunden, die das also über eine längere Zeit getrunken haben und dann unterwegs waren und keine Möglichkeit hatten, den grünen Smoothie zu sich zu nehmen. Und es gibt halt bisher keine im Kühlregal in irgendwelchen Supermärkten zu kaufen. Habe ich halt gedacht, ich muss für diese Situation eine Lösung finden. Den grünen Smoothie überall und zu jeder Zeit schnell und einfach herstellen können. Das wollte Josefa für ihre Kunden möglich machen. Denn für den Bio-Fan ist klar, der Drink ist lecker und dabei auch noch gesund. Man würde also freiwillig so viel Grünes gar nicht essen können und wollen. Und deswegen ist es halt eine wunderbare Idee oder Möglichkeit, viel Grünes auf angenehme Art und Weise zu sich zu nehmen. Und das Chlorophyll ist halt im Grunde genommen gespeichertes Sonnenlicht, was unsere Zellen nährt und halt der Gesundheit förderlich ist. Um sich ihren Traum vom einfach herzustellenden grünen Smoothie zu erfüllen, probierte Josefa Bucher eine ganze Menge aus. Die Mönchengladbacherin versuchte, einen trockenen Würfel aus Blattgrün herzustellen und experimentierte mit den verschiedensten Pflanzen. Wildkräuter zum Beispiel, Brennnesseln habe ich versucht und so. Das funktionierte nicht von dem Material her. Es hat einfach nicht gepasst. Es klebte nicht wirklich aneinander. Doch dann entdeckte Josefa das Blattpulver vom Moringa-Baum. Dieser Baum wächst unter anderem in Afrika und Indien und hat alle Nährstoffe, die der Körper braucht. Das Moringa-Pulver war die Lösung für Josefa Buchers Problem. Das ist so ein bisschen wie Ruß, das hat so einen Lotus-Effekt. Das bindet andere Produkte an sich und damit wusste ich, ich kann das jetzt machen. Und so entstand er, der grüne Smoothie-Würfel. Wasser drüber einweichen lassen und fertig ist das gesunde Getränk. Oder man isst den Würfel einfach mal so, zwischendurch. Inzwischen leistet der Würfel wichtige Hilfe in Afrika, weil er eben alle wichtigen Nährstoffe enthält. Das Paradoxe: Obwohl der Moringa-Baum in Afrika direkt vor ihrer Haustür wächst, lernten die Menschen dort erst durch Josefa Bucher, wie sie ihn essen können. Das ist gleichzusetzen mit den Menschen hier, die auch die Brennnesseln und den Giersch, der überall wächst, kostenlos zur Verfügung steht, aber kaum jemand weiß, was er damit anfangen soll. Und genauso ist es drüben mit den Moringa-Bäumen. Die haben Coca-Cola und Nestle und weiß der Kuckuck, aber die wissen nicht, was sie mit dem Moringa-Baum anfangen können. Mit der Firma AfriCrops hat Josefa ihren Würfel Anfang des Jahres nach Afrika gebracht und ihn dort an die Menschen verteilt. Mit eigenen Augen hat Josefa gesehen, dass ihre Hilfe ankommt. Das war für mich umwerfend. Und dann halt die Würfel an die Kinder dort vor Ort abgeben zu können. Und die Kinder haben das wirklich mit Freude gegessen. Das macht einfach das Herz auf und das ist so ein befriedigendes Gefühl und das schließt so für mich einen Kreis. Ja, ich kann dort jetzt vor Ort eben ganz vielen Kindern mit meiner Idee helfen. Mittlerweile arbeitet Josefa Bucher bereits an einem neuen Smoothie-Würfel. Nach einem neuen Rezept.